back on repeat. I can't sleep through this madness. It's madness. Tame the fire, suffer to live in the ashes. In the ashes. And that's what happens when gasoline plays with matches. Oh yeah. And that's what happens. Hi, ich bin Robin Koppelmann. Hi, ich bin Danny Morgenstern. Hey Leute, wir sind Marian und Maru von der Marian Meyer Band. Hi. 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 Okay. Hast du eine Idee, wie wir uns nennen können? Manu hat eine krasse Message für euch. Ihr solltet Snail TV einschalten. Das Beste im Norden vom Internet? Snail TV. Wie wär's mit... Hi, Patrick hier vom Mystic Akustik. Neben mir sitzt Caro. Schaltet Snail TV ein. Mal ehrlich, ihr habt doch eh nichts Besseres vor, oder? Snail TV. Snail TV. Einschalten. Wenn ihr auch eine Band habt und einen Bandnamen sucht, schaut Snail TV. Snail TV. Klickt euch rein. Genau.
Na toll. Jetzt sind wir zu hören. Hallo, nochmal. Ja. Warum bin ich nicht zu hören? Kann aber nicht sein. Hast du dich gemutet? Nein. Wir sind beide entmutet. Richtig. Ja. Welchen Sender hast du? Den grünen. Den grünen und gelb haben wir, dann redet er bei mir mit rein. Hallo. Hey. Hey. Jetzt? Jetzt? Super, dann kann ich okay. Dann kann ich ja jetzt nochmal loslegen. Hallo, nochmal so. Willkommen, nicht beim Grillgericht, sondern beim Quiz, beim Mittwochsknist. Du rastest aus, wir haben richtig geile Fragen für euch vorbereitet. So, ja, aus, ja Hammer, ne? Finde ich auch. Ist nur unfassbar warm hier drin, wir werden eigentlich da halt schon so ein bisschen gegrillt, würde ich mal sagen. Jan ist wieder mit am Start, jo, hi. Weil der absolut schon Plan hat von der Technik. Und diesmal bin ich euer Moderator, quasi derjenige, der euch die tollen Fragen vorlesen wird. Und weiß nicht, wir fragen jetzt einfach mal gerade in die Regie, haben wir denn überhaupt schon Leute, die zugucken? Ja, ja, also wir können auch ein paar Minuten warten, würde ich sagen, genau. Dass wir, dass Leute sich alle nochmal schnell auf Snail TV anmelden können, also auf snail.tv auf der genau. Website, die schnell einloggen und dann können wir ja über das Dashboard am Quiz teilnehmen. Warten wir noch kurz, genau. Ein, zwei Minuten, dass Leute da Zeit haben, sich das dann noch zu reinzuklinken. Genau, also wie gesagt, wenn ihr nicht registriert seid, ihr müsst euch halt registrieren, damit ihr daran teilnehmen könnt. Was? Der Chat fragt, wer wir sind. Ach so. Kata, wer ist der Rechte, ist hier die Frage. Wer ist der Rechte? Wer ist der Rechte? Der da also. Der Rechte? Ne, der da. Ja. Ich bin Carlo, hallo. Das ist Jan. Nein, ich singe nicht den Song. Nein, ich singe nicht den Song. Hey Kids, ich bin Carlo. Werf den Arm hoch und gebt mir ein Hallo. Oh Gott, ist das schlecht. Gut, lassen wir das. Das ist Carlo. Wie gesagt, wir müssen euch halt dafür registrieren. Achso, ohne Cappy erkennt man dich nicht. Ja, ich weiß. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es sieht auch aus, als wenn ich ein Toupet auf hätte heute. Und weil es so feucht ist, in unserem Studio, nein, nicht in unserem Studio, sondern eigentlich eher draußen, kräuseln sich so ein bisschen meine Haare und ich habe auch festgestellt, ich krieg graue. Das ist voll schlimm. Naja, so ein bisschen das Licht. Was okay, ja, danke. Kann sich ja nur... Danke, Jan. Aber es stimmt auch, wenn ich gerade überlege, eigentlich kann sich ja das Licht nur an weißen Stellen reflektieren. Also. Danke, Jan. So, könnten wir weitermachen. Ihr müsst euch... Halt die Klappe. ihr müsst euch registrieren, so um da mitmachen zu können, auf www.snail.tv. Und falls ihr, weil ich glaube zumindest letztes Mal oder vorletztes Mal gab es ein paar technische Probleme, dass halt irgendwie ein paar Leute die Fragen nicht sehen konnten, nicht auf dem Computer. Ich hatte bis jetzt nur immer gehört, wenn ihr ein Tablet benutzt oder halt ein Smartphone, dass es da manchmal ein, zwei Schwierigkeiten gab, wo man das neu laden musste. Deswegen testet es alles. Falls ihr eine Frage habt, schreibt sie in den Chat. Wir beantworten sie oder die Regie. Und wir lassen euch jetzt natürlich noch ein paar Minuten Zeit, um das halt machen zu können. Jan, kannst du denn sehen, wenn schon Leute drin sind, oder kannst du das denn erst bei der Testfrage sehen? Erst bei der Testfrage. Kann man halt gucken, wie viele die halt beantwortet haben. Okay, Frage. Alles klar. Und dann weiß man dann halt, wer mitgemacht hat. Ja, genau. Ihr könnt es ja auch so machen. Ihr könnt ja in den Chat schreiben, wer von euch sich angemeldet hat, die Seite sieht, wo die Fragen hinkommen. Kann ihr einfach mal schreiben, dass er ready ist. Einmal kurz in den Chat, Hand hoch. Wer ist da und ready? Hand hoch! So. Was auch? Nee. Da ist eine Hand hoch. Okay, Hand hoch. Noch eine Hand. Hand hoch, sehr schön. Ja. Zwei Hände sind oben. Und nur, weil ich so gut von Crow diesen Song verhunzt habe. Von Hey Kids, kennst du den nicht? Nö. Aua. Oh Jan. Oh, ernsthaft? Muss ich? Ja. Warum? Weil mein Name da drin vorkommt. Ja, das ist einfach, das ist unfassbar schön. Das ist bewegend. Ja, dann höre ich mir den halt nachher mal an. Okay, finde ich auch. Da sind noch ein paar Hände. Hände, also, ja. Wie viele Hände? Ein paar Hände. Ein paar Hände sind da. Dann können wir ja schon mal die Testfrage reinschießen, würde ich sagen. Wir haben ja, wenn nicht, können wir ja noch eine Testfrage machen. Genau. Wir können das. So, dann würde ich sagen, ab geht's. Geht da ab der Peter. Ich sehe nichts. Das dauert einen Moment, bis er eingeblendet wird. Das finde ich doof. Kommt nichts. Das ist Overlay nicht. Stell ich euch. Wir haben es im Feed hier auf jeden Fall nicht drin. Hier wird es nicht angezeigt. Dann stelle ich die Frage. Wer von uns beiden hat die schöneren Haare hier auf dem Sofa? Jan oder ich? Wow. Da. Okay, welcher Wochentag ist heute? Das ist der Montag, der Dienstag, der Mittwoch oder gar der Donnerstag? Ich weiß es nicht. Ja,
Ja, Carlo sperren wir immer hier ein und ich weiß ja nicht, deswegen weiß ich nicht, was draußen abgeht. Ich krieg immer nur Essen durch die Futterluke. Ja. Es ist seit Montag, wo ich hier gestreamt habe, ist er die ganze Zeit hier gewesen. Ja, aber haben ihn nicht mehr rausgetraut. Oh, wer sagt das? Fragt das wer im Chat? Ich habe die Frage mal geschlossen. So, dann muss ich denn jetzt aber nochmal die Frage, oder vielleicht auch für die Zuschauer, wenn du die Frage ausblendest, ist sie dann auch für die weg oder läuft da einfach nur der Timer für sie runter und wir können sie die ganze Zeit eingeblendet lassen im Prinzip? Das musst du Flo fragen. Okay, Regie. Er hat das System entwickelt, ich weiß es selber nicht. Ja. Eine Sekunde, okay. Ist vorbei. Also weil, dann sag mal. Und zwar meine Frage war eigentlich nur, Jan blendet ja die Fragen wieder aus irgendwann und ist das egal, wann er sie ausblendet, weil ein Timer abläuft bei den Leuten, die die Frage sehen? Alles okay, klar. Die Frage wird mindestens 15 Sekunden gezeigt, kann ich am Kopf ein bisschen zählen. Genau. Ja, im Prinzip ist es eigentlich, glaube ich, egal, also, weil wie gesagt, wenn die Frage muss mindestens bei uns 15 Sekunden offen sein, das ist okay. Ihr habt sowieso einen separaten Timer, der halt anscheinend, glaube ich, von dem roten Balken halt runterläuft. Punkt. Ja, wir haben fünf Quizzer dabei und alle haben es richtig beantwortet. Alle wissen, dass heute Mittwoch ist. Oha, Jonte macht mit. Ja, der weiß leider. Der ist immer so ein kleiner Klugscheißer. Der weiß. Ah, so, okay. Weiß ich, Jonte gibt heute. Was ich jetzt sagen wollte, wie gesagt, bei euch läuft dann halt einfach ein Timer runter. Und dann, wenn der Timer runter ist, könnt ihr die Frage halt nicht mehr beantworten, auch wenn sie bei uns noch zu sehen sein sollte. So, dann können wir jetzt ja mit den richtigen Fragen starten. Wollen wir schon? Wenn nicht... Also wäre alles bereit. Also wenn ihr jetzt gerade dazugeschaltet habt und euch noch mitmachen wollt, dann müsst ihr euch bei uns auf unserer Seite registrieren, www.snell.tv. Da müsst ihr euch einen Account anlegen. Das geht alles eigentlich super schnell. Und dann unter der Rubrik Quiz könnt ihr dann halt mitmachen, weil da die Fragen eingeblendet werden, auf die ihr dann halt klicken müsst oder könnt, wenn ihr mitmachen wollt. Da frage ich gleich nochmal, ist denn gerade noch jemand irgendwie dazugekommen und möchte gerne mitmachen? Sonst würden wir noch kurz ein, zwei Minuten warten auf denjenigen. Wenn nicht, dann würden wir eventuell, können wir sonst ja auch demnächst loslegen. Ja, hier war nochmal gerade Frage im Chat. Bei mir steht, dass ich schon Punkte habe. Bei der Testfrage, ja, das ist unrelevant, das wird gleich neu gestartet. Genau. Das soll so sein. Ist nur, dass das System halt alles funktioniert. Genau, und da es eh 100% richtig haben, hätten alle einen Punkt, also wärt ihr sowieso wieder alle bei 0. Ja. Und wurde ihm gerade nochmal so beantwortet. Oh. Ah, hier sind noch andere Leute im Chat, die dich irgendwie nicht erkennen, Carlo. Denken, das Hallo. Wäre irgendwer anders. Warum denn? Nur weil ich ne. Es ist so warm. Ohne Cappy und okay, nochmal. Ich habe keine Cappy auf, weil es unfassbar warm hier ist und mir sowieso hier, wenn ich jetzt bei uns hier in den Monitor gucke. Schwitze ich schon so richtig halb? Ja, ich erkenne mich auch nicht, aber für alle Leute, die jemals gedacht hätten, ich hätte eine Glatze, ich habe keine Glatze. Ja, man muss sich einfach ich so die obere Hälfte mal wegdenken. Wenn man jetzt nur die untere Hälfte sieht, dann erkennt man ihn. Ja. Na, furchtbar. Man erkennt mich an meiner Nase, weil die nämlich so groß ist, wurde mir gesagt. So. Ist noch jemand im Chat gewesen, der neu dazugekommen ist und gerne mitmachen würde? Scheint alles ready zu sein. Dann, ja, können wir jetzt eigentlich mit dem richtigen Quiz anfangen, würde ich mal sagen. Würde ich sagen, ne? Dann legen wir los. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ja, ab geht's. Und hast du resettet? Alles resettet. Ich bin auch resettet. Und los geht's mit der ersten Frage. Dann gucken wir mal. Was ist Kochsalz chemisch gesehen? Calciumchlorid, Calciumsulfid, Natriumnitrat, Natriumchlorid. Guckst du mal, ne? Weißt du, da müssen da schon wieder ein paar Füchse dabei sein. Hoffe ich. Glaube ich mal. So zählst du jetzt eigentlich im Kopf gerade mit? Eigentlich ist ja egal, oder? Hauptsache länger als 15 Sekunden. Die Frage offen. Müsste schon 15 Sekunden sein. Ich habe ungefähr. Ich habe nicht mitgezählt, also passt schon. So, jetzt bin ich gespannt. Was wird da wohl die richtige Antwort gewesen sein? Die richtige Antwort... So, gleich mal zur Auswertung. Die richtige Antwort wäre Natriumchlorid gewesen. Genau. Und gehen wir mal zur Auswertung. Das wussten 71%. Ah, schön. Also insgesamt, wir haben 7 Mitspieler und davon wussten es 5. 5? Ja. Ah, okay. Gibt es denn mit 2 Punkten? Nein. Nee, alle einfach. Ich kann das Ranking mal einblenden. Da können wir gleich mal gucken. Da wird auch die Top 5 ja nur angezeigt. Was du... Kann man schon mal sehen, Lingos. Richtig hatte. Oh Gott.
Lingusta bla. Lingusta bla. Lingusta bla, Lorelei, ich will das hier gewinnen und Flo. Ne, der will das Eis gewinnen. Ach, das Eis! Ja, ein Eis möchte ich auch gerne, bitte. Der will das Eis gerne gewinnen. Aber wer. Lingusta bla ist ein schöner Name. Geht so Lingusta-Weg hier von Harry Potter. Das erinnere mich jetzt gerade daran. Ach so. Gut. Ja. Dann machen wir heiter weiter und mal gleich die nächste. Ich gucke halt, nicht, dass ihr euch wundert, ich gucke halt immer irgendwie nach hier, weil hier nämlich der Monitor ist. Auf ja, und da werden auch die Fragen für uns eingeblendet zum Vorlesen. Okay, zweite Frage. Zweite Frage. Und los geht's. Wann wurde der geschlossene Blutkreislauf entdeckt? Im 4. Jahrhundert vor Christus, im 2. Jahrhundert vor Christus, im 17. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert? Der Blutkreislauf, die Zerg. Die Zerg. Die Brut. Das ist bestimmt ja. Auch. Also das ist eine schwierige Frage. Also ich finde das wirklich... Ich müsste raten, ich wüsste es selber nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist, denke ich mal, auch wieder so eine Frage, die auch sehr überraschend ist, wo man halt dann denkt, so, boah, dann erst, oder dann schon, in dem Fall. Ja, klar. Da schon. Blende die Frage mal aus. So, gehen wir mal zur Auswertung. So, die richtige Antwort wäre natürlich gewesen... 17. Jahrhundert. 17. Jahrhundert, genau. Also ich hätte gesagt, da erst. Also obwohl, na gut, die anderen waren schon krass vor Christus. Wäre schon, glaube ich, ganz schön krass gewesen. Obwohl, da gab es eigentlich auch schon einige Hochkulturen, hätte ich jetzt gesagt. Aber da gibt es wahrscheinlich keine Dokumente drüber. Aber 17. Jahrhundert? Finde ich schon relativ spät eigentlich dafür. Dass man dann immer gedacht hat, was hat man denn vorher gedacht, wäre die Frage. So, ne? Was, ja, wie funktionieren Körper? Keine genau, Ahnung. Richtig. Was ist da so drin? Ja. Irgendwie so rotes Zeug. Egal. es wussten von allen Teilnehmern, also von allen Mitquizern nur einer. Einer nur? Eine Person hatte es richtig. Ui, gewusst oder geraten wäre die Frage. Ja. Wird er uns bestimmt nicht verraten. Halt, die uns nicht verraten, bestimmt. Na dann? Er will halt das Eis gewinnen. Das Eis gewinnen. Das Eis gewinnen hat es richtig gehabt. Und schon wieder alle meckern. Faden. Ja, keine Ahnung, was geht uns ab. Ah, hier wurde sich anscheinend verklickt. Ah. Schon, kam auch schon vor und sowas. Ja, immer dieses Verklicken, ne? Das ist die Hektik, wenn die Zeit drunter läuft. Oh, so. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Na, machen wir gleich mal weiter. Haben wir gleich nochmal eine Chemiefrage, so wie die erste. Oh ja. Welcher pH-Wert ist neutral? 0, 7,0, 3,0 oder 12,0? Das weiß ich. Naja, so Chemiker unter euch, die haben schon mal jetzt bei den ersten paar Fragen Vorteil gehabt. Das sind ja schon mal. Naja, habe ich. Also, ich glaube, für die Frage sollte man kein Chemiker sein. Würde ich mal so behaupten. Eigentlich ja. Also in der Schule, genau, würde ich auch gerade sagen. Ja, klar. Aber. Gut. Okay, müsste durch sein, ne? Ja. Yep. Richtige Antwort wäre 7,0 gewesen. Genau, 7,0. Und das wussten 4 Leute von 7, also 57%. Ja, okay. Okay, dann Entschuldigung, dass ich gesagt habe, es sollte eigentlich fast jeder wissen. Also war knapp über die Hälfte. Naja gut, okay. Wozu man das wissen muss? Na, ob du denn... Klar. Warum du das wissen musst, also im Prinzip ist es dann nachher wichtig, in welche Richtung denn auch Säuren und Basen halt gehen. Eigentlich ist das schon wichtig. Ach, lass mich doch in Ruhe. Das hört man sowieso nicht, was das du sagst. So da kommt so Reinrufe hier von der Regie. Halt ich wurde gerade gefragt, wozu muss man das denn wissen? Ja, wozu? Wozu muss man wissen, dass 1 plus 1 2 ist? Weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Das ist aber anscheinend der Vergleich, der hinkt. Du hinkst. Der Vergleich hinkt. So. Okay. Bevor ich jetzt hier gleich ausraste mit der Regie, gleich die nächste Frage bitte. Kann ich machen. Und los geht's. So. Was ist keine Hülsenfrucht? Sternanis, Klee, Erdnuss oder Lupin? Ich weiß es nicht. Hülsenfrucht? Ja, also die Frage, was die Definition davon jetzt genau ist. Was Hülsenfrüchte sind. Ja, genau. Also, ja, weiß nicht, wenn man jetzt sagt, eine Hülse ist irgendwas, was irgendwas umschließt. Ja, aber das ist auch die Frage, weil es gibt ja auch so feste oder weiche Hüllen wahrscheinlich auch. Das ist die Frage, was dann da zählt. Hülse. Hätte ich eher vielleicht sogar auf nicht fest getippt, eher. So, also Hülse hört sich für mich so weich an. Also so nicht starr. Gut. Gleich mal gucken. Frage nehmen wir raus. Also ich hätte auf Sternanis getippt.
ist auch richtig, wenn ich jetzt die Frage finde. Da ist sie. Ja, ist okay. Ja, Sternanis ist richtig gewesen. Okay. Also das ist keine Hülsenfrucht. Und aber das obwohl... wusste leider niemand. Okay, aber... Jetzt weiß ich, wie sieht denn Sternanis? Ist Sternanis in irgendwas eingebaut? Ich ahne, oder? Ja, eigentlich auch eben, so, ne? Ja, hab gerade nochmal gegoogelt hier. Sternanis, aber warum? Gott, für mich der Sternanis gewächst? Okay, das ist. Aber schön, dass das kleine Hülsenfrucht ist. Das hätte ich. Anscheinend, ja. Also. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay. Ja, wir gucken also gerade nochmal, wie nochmal Sternanis genau aussieht für so Nicht-Köche wie uns beide hier anscheinend. Ja, genau. Ach so, weil die auch so. Also das ist eine offene Höhle, deswegen vielleicht, oder? Die sieht aus wie so ein Segel. Ist halt nicht geschlossen, das hat irgendwie, da sind so Kerne drin, aber die sind halt in so einer halbgeschlossenen Form drin, kann man deswegen vielleicht. Wer die Frage gestellt hat im System, der weiß es. Ja, die nächste Frage bringt uns weiter. Genau. So. So, nächste Frage. Gehen wir schon. Wie verhält sich das Gewicht von Gold zu dem von Wasser? Doppelt so schwer? Achtmal so schwer? 20 mal so schwer, 33 mal so schwer. Ist auf jeden Fall schwerer. Wir können uns auf jeden Fall darauf schon mal einigen. Das ist schon mal eine richtige Aussage auf jeden Fall, ja. Da bin ich mal gespannt. Ist auch eher so eine Frage, die man wahrscheinlich eher mit Ausschlussverfahren rauskriegen könnte vielleicht so. Bei 33 mal so schwer kann ich mir persönlich halt nicht vorstellen, das wäre schon ganz schön krass. Ja, und wenn es halt dieser Radius sein soll, dann ist es doppelt so schwer, klingt auch ein bisschen zu niedrig eigentlich. Aber ja. Es kann ja auch sein, dass trotzdem doppelt oder 33 mal so viel ist, einfach nur um diese Finte zu machen, dass es einfach von diesem Mann extrem ist. Also es das kann ja sein, ja. Kann halt trotzdem alles sein. Wenn man halt keine Ahnung von Dichte von Metallen hat, also ich zum Beispiel, dann ich müsste raten. Okay. Keine Ahnung. Ja. Ich würde sagen, wir machen... Dann noch eine Frage und dann blenden wir das nochmal, gucken wir mal, wie es weitergeht. Machen wir gleich. Und die richtige Antwort wäre jetzt 20 mal so schwer gewesen. 20 mal so schwer, also doch ganz schön schwerer. Ja. Und das wussten zwei Leute. Zwei Leute? 28% wussten es. Dann bin ich. Ja. Ja, dann. Also hat Gold anscheinend 20 mal höhere Dichte als Wasser. Schön. Kann man sich auch mal so merken, da hat man es irgendwie mal auf Abruf, wenn man es warum auch immer irgendwann mal brauchen sollte. Wenn, wenn man zum Pfandleiher geht und die Zähne von seiner Omi verkauft, dann weiß man auf jeden Fall. Die sind so viel. Die sind so viel schwerer. Echtes Gold. Ja. Ja, dann machen wir jetzt nochmal die nächste. Noch eine Frage und dann gucken wir mal aufs Ranking. Yep. Und hier kommt die Frage. Wer gründete 1976 das Unternehmen Apple Inc.? Bill Gates, Rupert Murdoch, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Rupert Murdoch. Murdoch, oder? Murdoch. Murdoch. Murdoch wäre der OZK. Rupert Murdoch. Rupert Murdoch. Murdoch. Das wissen aber. Da würde ich fast sagen, das wissen 100%, wenn sich keiner verklickt. Ja, würde ich mal eigentlich so sagen. Eigentlich sollte ein geläufiger Name sein mit in Verbindung zu der Firma. Bin ich gespannt. Ja, dann mache ich die Frage auch mal zu. Jo. Ja, richtige Antwort wäre Steve Jobs natürlich gewesen. Steve Jobs wäre es gewesen. Und dann. Und das wussten alle. 100% haben es richtig. Siehste, gut. Habe ich ja Gott sei Dank mich nicht so weit aufs Fenster. So, dann gucken wir mal aufs Ranking. Jetzt mal ins Ranking rein. Mal schauen. Und da ist es. Flo. 4 Punkte. 66,7%. Ich will das Eis gewinnen. Ebenso, genau wie Flo. Dann kommen 3 Punkte mit 50% von Lingus der Bella. Lingus der Bla. Lorelei. Und Marc mit 2 Punkten. Marc. Und rechts nehmen wir gleich nochmal hier die... verdammt, jetzt muss ich meine Hand umdrehen. So rum. Hier hat man die ganzen Anzeigen nochmal, wie viele Fragen man prozentual richtig hatte. Mhm. Also wir hatten jetzt insgesamt, wie viele? Sechs Fragen hatten wir insgesamt? Genau. Ja, und da kann man jetzt halt die Prozent... ja klar, kann man hier auch gucken, da hier 50% haben wir, 3, also ja, 6 Fragen hatten spielen, wir. Spielen immer noch 7 Leute mit? Ja. Okay, alles klar. 6 oder 7, je nachdem, auf jeden Fall so in dem Dreh. Falls jemand Neues dazugekommen sein sollte, ihr könnt immer noch mitmachen. Ihr müsst euch nur registrieren auf www.snell.tv. Das ist bei uns auf der Internetseite. Mhm. Geht relativ zügig. Dort könnt ihr in der Rubrik Quiz euch dann einloggen und dort werden die Fragen eingeblendet, die ihr dann halt zur Auswahl, beziehungsweise die Antwortmöglichkeiten auch eingeblendet, die ihr zur Auswahl habt. Könnt ihr auch immer mitmachen. Könnt auch noch immer gewinnen. Wenn ihr gewinnt, kriegt ihr ein neues und ein geiles Achievement. So wird es ja gesagt von uns. Achievement. Genau das. Genau. Und wie gesagt, könnt halt noch mitmachen. Ist noch alles drin. Wenn ihr Spaß dran habt, wir würden uns freuen, wenn
noch regere Beteiligung dabei ist, weil dann macht es ja auch eher noch Spaß für die Leute, die sowieso viel wissen. Ein bisschen Ansporn, so wie Flo, der anscheinend richtig viel weiß. Ja, er ist ja gleich auf mit... ich will das Eis gewinnen, ne? Ich bin mal gespannt. Ja. Ja, aber dann können wir jetzt mit der nächsten Frage weitermachen. Ja, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Los geht's. Was bedeutet das Wort Handy im Englischen? Mobiltelefon, Handtasche, faustgroß, praktisch. Das fragt man sich auch nicht oft, würde ich einfach sagen. Ja, das ist also das Besondere daran, dass halt im Englischen halt Handy nicht Handy genannt wird. Das ist halt nur, das sind so eine deutsche Eigenheit irgendwie so, dass ich das, keine Ahnung, wie sich das so eingebürgert hat. Denglisch. Ja, aber wie gesagt, fragt man sich natürlich, ich hab's, mittlerweile sagt man ja auch eher Smartphone oder sagst du zu deinem Smartphone noch Handy? Manchmal, ja, ich sag eher Handy eigentlich. Du sagst eher Handy? Ja. Okay. Ich hätte, glaube ich, das Smartphone ist zu langes Wort zu sagen. Handy geht schneller. Okay. Smarty. Smarty geht auch, ja. Aus der Regie wurde gesagt, dass wir sollen Smarty nennen. Ja. Okay, ich mach die Frage mal zu. Und richtige Antwort wäre praktisch gewesen. Genau. Wenn etwas im Englischen etwas Handy ist, also Adjektiv, dann heißt es praktisch. It's so handy. Und das wussten 62%. Naja, ist doch super. Und wir haben jetzt einen weiteren Mitspieler, jetzt sind wir zu 8. Das freut uns. Wer ist denn noch dazugekommen? Just Robots. Just Robots. Herzlich willkommen. Wie gesagt, ist noch alles drin. Ja. Und wir haben, letztes Mal hatten wir eine richtig gute Aufholjagd noch. Da hatten wir eine Teilnehmerin, die, glaube ich, nach 5-6 Fragen eingestiegen ist und am Ende noch irgendwie, ich glaube, so entweder gewonnen hat oder ganz, auf jeden Fall ganz vorne noch war. Also das war schon. Oh, nicht schlecht. Also es gibt immer noch alles drin. Wir haben noch genug Fragen in petto. Ein Schlauchfuchs. Das kann alles noch aufgeholt werden. So, machen wir weiter. Ja, die nächste Frage. Und los geht's. So, was gehört nicht zu den Rosengewächsen? Hagebutten, Äpfel, Maulbeeren oder Erdbeeren? Ich weiß nicht, warum. Da hinten in der Regie wird sich gerade einfach kaputt gelacht. Ich weiß gar nicht, die erzählen sich, glaube ich, Witze die ganze Zeit. Ja, dürfen wir nicht dran teilhaben. Nee, wir sind nicht so cool. Wir müssen hier sitzen. Genau. Ich wüsste es auch nicht, da bin ich auch sehr, sehr schlecht drin in sowas. Hauptsache die Zuschauer wissen das. Ja, ich weiß, ich bin ja nicht wichtig. Nee, aber genau. Ja. Schön, wenn man hier auf der Bank sitzt und sich selbst dumm vorkommt. Hm. Naja. Ja, gucken. Gut. Können wir wenigstens zusammen hier dumm sein. Das ist schön, Das freut mich. Ich hätte es auch nicht gewusst. Aber die richtige Antwort wäre Maulbeere gewesen. Die Maulbeere. Und das wussten zwei Leute. 25, zwei Leute. 25%. Ja, das ist halt. Die Fragen. Just Robots. Gar nicht so einfach anscheinend. Ist schon happig, ja. Das. So. Wen das interessiert? Botaniker interessiert sowas. Wir werden ja halt welche. Es soll ja auch nicht so einfach sein. Mit diesem Anruf hier aus der Regie. Mal, die sind auch einfach nicht. Aber ich wette, der jetzt am lautesten auf der Regie ruft, der hat es bestimmt richtig gehabt. Okay, ich dachte, ja, wussten beide nicht. Wussten beide nicht. Okay. Wenigstens ein bisschen Gerechtigkeit hier. So, weiter mit der nächsten Frage. Jo. Los geht's. Welcher Baum ist das Symbol für Frieden, Helligkeit und Ewigkeit in der Flagge des Libanon zu sehen? Die Eiche, der Ahorn, die Tanne oder die Zeder? Ist es die Zeder? Der Zeder ist die Zeder, ne? Der, die das Zeder, keine Ahnung. Das Zeder. Zeder mal nicht so rum hier. ja. Auch wieder eine Frage, wo man schön raten kann. Stabil wie Eiche. Die Frage. Ja, kann man getrost raten. Ja. Das stimmt. Also ich weiß es. Woher weißt du das denn? Weil ich sie abgelesen habe. Achso. Gut. Ja, danke, Jan. Okay, dann kann er euch jetzt auch die richtige Antwort sagen. Ja, es wäre die Zeder gewesen. Ja. Was, die außer die Zeder, die hat da anscheinend, ja. Und das. Wow. 87% wussten es. Respekt. Sieben von acht Leuten haben die richtige Antwort hier gegeben. Das ist krass. Das ist gut. Ja, okay, wir hatten gerade aus der Regie den Reinruf, dass die meisten Bäume gar nicht da in der Region wachsen. Dann wahrscheinlich nach Ausschussverfahren kann man sich das schon noch so ein bisschen denken. Wenn man das über Bäume Ahnung hat. Ja. Aber schauen wir doch mal auf den Punktestand. Ja, machen wir. Denn jetzt haben wir. Na, ja. Ich will das Eis gewinnen mit 6 Punkten und 66,7%. Flo auch. Ach, haben sie nur einmal. Das wäre getauscht. Getauscht, ja. Jupp. Passt du bist wieder da.
Passt du warst vorher nämlich raus, er ist jetzt Vierter mit den gleichen Punkten, nee, gar nicht, auch 4 Punkte, 50% und mit dem Markt 44,4%. Ja. War vorhin nicht. Und es werden nur die Top 5 angezeigt, aber wir haben auch noch mit dabei Jonte mit 3 Punkten, Lorelei mit 3 Punkten und Justin Roberts mit 2 Punkten. Hm. Aber die können noch locker aufholen, alle drei, weil es sind noch genug Fragen da. Genau, sind wir haben das, jede Menge. Ist noch alles drin. Alle genauso beschissen wie die davor. Ja, wollen wir eine richtig beschissene Frage nehmen? Was sieht denn richtig. was sieht denn richtig ranzig hier aus? Was ist denn eine gute Frage? Wie sieht denn eine ranzige Frage für dich aus? Die man einfach überhaupt nicht weiß, weil es zu speziell ist. Na, dann hau mal raus. Ich muss ja nur vorlesen. Ja, die Fragen gehen ja nicht alle. Es sind jetzt keine so schlimmen mehr dabei. So wie Habt ihr das gehört? Die gehen alle. Ach, nehmen wir mal das hier. Das ist eine Mathematikfrage. Na dann, die ist dann bestimmt nicht ranzig. Welche mathematische Figur stellt unsere Erde dar? Kugel, Oval, Ellipsoid, Hyperbolid. Ja. Von wegen ranzig, ne? Gut, okay. Ich kann es mir schon vorstellen, sitzen alle zu Hause. Boah, ey, wer hat denn die Fragen gestellt? Ich. Es tut mir leid. Ja. Muss man das Schlimme ist, ich habe sie reingestellt und ich glaube, ich habe es selbst nicht gewusst. Müsste man Stefan jetzt als Joke haben. Der Stefan, könnte sofort sagen. Ja, aber frag mal, wo Stefan die Enter-Taste auf der Dings ist. Ist ja schön, dass der dass er weiß, was es ist, aber. Er weiß die Antworten zu den Fragen, aber kann am Quiz nicht teilnehmen, weil wir den Rechner nicht hinkriegen, meinst du? Ja. Oh, schade. Bestimmt. Ja, gut. Machen wir die Fragen mal zu. Das Richtige wäre gewesen der Ellipsoid. Ja, und das wussten. Einen Moment. Zwei Leute wussten es. Ui. Justin Roberts und Lorelei haben es richtig. Streber wurde hier gerade. Das ist überhaupt nicht wahr. Überhaupt nicht. Immer dieser Jonte hier. Ja. Kannst du. Wie viele Fragen hatten wir denn jetzt ungefähr? Ich habe jetzt gerade tatsächlich nicht wie viele gezählt. Wir jetzt hatten bis jetzt. Kannst du das irgendwo sehen? Sehen kann ich es nicht. Hätten wir jetzt mitzählen müssen. Ich kann das Ranking einblenden, da können wir es ausrechnen, wie viele Fragen wir schon hatten. Eben gerade waren wir. Dann waren wir 10 Fragen. Ah, ja. Bei 5 Punkte, 50% und Legusta war von Anfang an dabei. Also hatten wir jetzt 10 Fragen insgesamt schon. Da hat sich auch. Marc passt zu, hat sich jetzt gerade noch nicht. Flo ist immer noch. Jetzt haben sie wieder getauscht im Namen, aber getauscht, immer noch gleich. Jetzt bin ich gespannt. Ey, macht das da so ein bisschen? Das ist alles noch drin, alle nah beieinander. Kopfrennen hier. Strengt euch an, stoßt Flo vom Thron. So, nächste Frage, ab dafür und raus damit. Dann nehmen wir mal das hier. Testrunde ist längst vorbei. Wie sollte Mega Man ursprünglich heißen? Außerhalb von Japan hat Jan vorhin noch korrigiert. Ultraman, Rockman, Hyperman, Microman. Also außerhalb von Japan, weil in Japan heißt der wohl noch so. Genau, der Originalname ist in Japan halt immer noch. Aber wie er halt außerhalb, also in Europa und Amerika halt nicht genannt wurde, aus bestimmten Gründen. Genau, die kann ich auch gleich noch sagen, das weiß ich sogar auch noch. Dann machen wir die Frage mal zu. Yep. So. Ja, dann erklär mal. Also richtige Antwort wäre gewesen der Rockman. Und das lag daran, dass in Amerika er nicht zugenannt werden durfte, weil Rock gleichzeitig auch die Verkörperung von Rock'n'Roll war, so hatte ich es zumindest jetzt nachgelesen, und Rock auch gleichzeitig heißt irgendwie Kokain, also mit Drogen halt gleichgesetzt worden ist und deswegen hatten sie ihn dafür wohl umgenannt. Verrückte Sachen, ne? Also finde ich halt, auf was man so alles achtet, ne? Sagst du, wir nennen ihn jetzt Rockman, ja in Amerika können wir das nicht machen, das heißt dann Kokainmann. Ja, ist eine ähnliche Geschichte wie mit Pac-Man damals. Stimmt, der wurde auch umbenannt. Der hieß, glaube ich, in Japan Pac-Man oder irgendwie sowas. Und dann haben sie ihn halt umbenannt in Amerika, weil sie halt Angst hatten, dass Leute vielleicht an den Arcade-Maschinen das P zu einem F umschreiben könnten. Fuck. Und deswegen haben sie den Namen da auch geändert. Okay. Ja, krass. Okay, was man alles so achtet. So, das mit Rockman wusste einer. Ah. Lingusta Bla wusste es. Ah, auch ein Nerd, genauso wie wir. Genau. Yeah. Gut. Einer von uns. Einer von uns, einer von ihnen. Assimiliert. So, machen wir auch gleich die nächste. Eine Yoga-Frage. Okay, nehmen wir doch mal die. Welche Figur gibt es im Yoga nicht? Die Krähe, die Kobra, der nach unten schauende Hund, die Garnele.
Ich würde sagen, es gibt gar keine. Allein wenn ich mir die vorstelle, wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn diese Figur aussehen? Wie soll denn die zum Beispiel die Krähe aussehen im Yoga? Das ist halt irgendwie. Du musst diese Vogel so nachmachen. Nee, jetzt sehe ich aus wie ein Hase. Die keine Kobra. Nee, es geht auch dabei auch darum, solche Figuren mit machen, wo du Balance halten musst, oder? Die dann so längere Zeit halten musst. Das kann sein. So irgendwie mit ausgebreiteten Armen, wie so ein Vogel halt, irgendwie, die ich halt irgendwie hinstelle. Also, der nach unten schauende Hund kann ich mir vorstellen, das ist so dieses typische, hätte ich jetzt fast so gedacht, wie der Rücken dann so Katzenbuckel so durchdrücken. Ja, genau. Katzenbuckel durchdrücken. Ja. Kobra. Kobra. Hm. Irgendwie. Weiß ich nicht. Gut, machen wir mal dicht. Ja, machen wir. Die. Das Richtige. Einmal kurz hin. Ja, die Garnele gibt es nicht. Ja, gut. Okay, die Garnele. Aber ich. Der Garnele ist keine Spannung? Naja, aber sag mal von der Figur her, ich könnte mir auch die Krähe auch nicht so vorstellen. Also, wenn die Garnele halt wie so ein Hummer in den Kochtopf geworfen wird, ist bestimmt viel Spannung drin. Wie viele wussten das denn? Das wussten 7 Leute, 87%. Ach, kommt schon, ihr macht alle Yoga oder was? Hey, guck mal, kannst du hier einen Joke drüber machen? Guck mal, der wusste es nicht. Der. Ja. Der Jonte wusste es nicht. Der Jonte wusste es nicht. Gut. Der macht Bier-Yoga. So. Doch, ich hab's gewusst, weil ich die Frage reingestellt habe. So, machen wir die nächste. Okay. Aber sonst hätte ich es auch nicht gewusst. Also. Was bekommen Koalas, wenn sie gestresst sind? Ausschlag, Schluck auf, Schüttelfrost oder Durchfall? Also, ich sag euch mal lieber nicht, was ich kriege, wenn ich gestresst bin. Haben wir am Montag gesehen. Ja. Ja. Ja, toll. Genau, nein, ja, danke. Ja, das ist die Frage, die ist schön, finde ich persönlich. Ja. Vor allem die Bilder, die man sich dabei vorstellt, vor allem bei der letzten Antwort. Ne? Schöne Frage. Ja. Hängt so ein Koala mitten im Baum auf einmal so, pschum, ganzer Strahl bei runter. Außenbord an. Aber ich sag mal, die bildet schon weiter, die Frage, ne? Also damit kannst du trumpfen. Ja, bildet weiter. Die haben einen Tag lehrreich mit drin, oh. Ja. Oh, oh, oh. Ja, also bildet weiter in der Rubrik unnützes Wissen, würde ich mal sagen. Würde ich auch sagen. Aber dafür sind wir ja perfektioniert hier. Also die richtige Antwort wäre Schluck auf gewesen. Also die haben wenigstens schlimmste Variante von allen vier. Ich fall vom Baum. Und dann fällt's auch und dann schluckt er immer noch so. Und das wussten großartig. 100% haben es richtig. Ach, kommt schon. Wussten alle. Oh, okay, krass. Also es ist gar nicht mal lehrreich, weil alle schon wussten und haben nichts Neues gelernt hier. Konnten wir da wirklich niemandem was beibringen. Könnten wir niemandem was beibringen. Nee. Gut. Vielleicht mit der nächsten Frage. Genau, mit der nächsten Frage bringen wir euch eine Menge bei. Und vielleicht ist die wieder ein bisschen, wie hast du das genannt? Ranzig. Eine ranzige Frage. Ja, das sind ja die schlechten Fragen, die keiner weiß. Überhaupt nicht. Ranzig. Ranzig. Oh, wir haben noch eine andere pH-Wertfrage. Nehmen wir doch mal die. Da fehlt das Fragezeichen am Ende. Das muss ich jetzt mitdenken, das Fragezeichen. Welchen pH-Wert sollte der menschliche Körper haben? Fragezeichen. 7,35, 7, 5,65, 9,32. Ja. Und eher so ein bisschen. Tja, was ist unser Körper? Ist der mehr neutral? Ist der mehr. Ist er laugig? Ist er laugig? Lauge? Oder ist er mehr Säure? Was wärst du denn lieber? Eine Bar? Lauge oder. Ich bin eigentlich grundsätzlich sauer. Oh. Gott, das sind so Stefan-Witze gerade, ne? Das tut schon ein bisschen weh eigentlich. So. Oh, wir haben ein Trinkgeld bekommen. Die Pulsmesser, ja, genau. Wir wollen den Carlo zittern sehen. Danke nochmal. Der Zittermann. Da geht das nochmal raus. Dankeschön. Das sind nämlich die Leute, die dafür gesorgt haben, dass wir quasi diesen Pulsmesser organisieren konnten und dafür gespendet haben, dass ich mich, so wie es der Koala vielleicht auch irgendwann mal getan hätte. Genau. Einpupse. Ja. Habe ich auch geschafft am Montag, muss man auch einfach so sagen. Ja, vielen Dank für die Spende. Also. Dankeschön. So, machen wir mal kurz die Frage dazu. Und was war die richtige Antwort? Die richtige Antwort war 7,35. Warte mal, ist jetzt über 7 Säure oder unter 7? Wie war das nochmal der ich verwechsel das jedes Mal. Also 0 ist dann. Hm? Ich dachte, du weißt das jetzt, weil du wusstest die. Ja, nur weil ich die habe ich ja nicht reingestellt. Oh Gott, jetzt muss ich extra googeln, weil das keiner von uns weiß. Nach unten pH hin ist, glaube ich, eher Lauge und nach oben hin ist Säure. pH-Wert Säure, so. Stark sauer ist 0, also genau andersrum. Verdammt! Okay, also das heißt. Chemie war nicht mein starkes Fach.
Der 7 ist neutral, 7,35 ist leicht drüber, das heißt, wir gehen eher, der menschliche Körper geht Richtung alkalisch. Wird von der Säure weg. Das sind wir anscheinend. Ich habe einen alkalischen Körper. So, wollen wir mal kurz gucken, wie viele das wussten? Genau. Und zwar wussten das 3 Leute. 3 Leute? 37%. Hat sich denn im Ranking jetzt schon irgendwas geändert? Haben wir den Flo ja, von Platz 2? Ja, da hat sich was geändert, denn der Lingustabla hat aufgeholt. Ui, 8 Punkte. Jetzt haben wir dreifach Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Oha, das wird richtig spannend. Und Lorelei hat auch wieder aufgeholt. Mit 7 Punkten. Und Pastu hat 6 Punkte. Pastu also 6. Würde ich sagen... Der Mark und Just Roberts haben aber auch 6 Punkte. Achso, sind wahrscheinlich dann also nur durch die genau, Anzahl begrenzt gerade. Werden immer nur die Top 5 angezeigt, deswegen... Okay, dann ist das alles ganz schön heiß hier heute. Ja, und guck mal, wer auf dem letzten Platz ist. Ja, das freut mich. Dachte ich mir schon. Jonte, mit 4 Punkten. Ich bin sehr zufrieden heute, müsst ihr wissen. Da hast du deine Genugtuung. Ich habe meine Genugtuung, ich bin sehr... Ja. Das ist ein schöner Tag. Ah, gut. So. Nächste Frage. Nehmen wir doch mal das hier. Los geht's. Okay. Da muss ich die Frage stellen, wie er denkt. Was passierte am 28. Januar 2005 in der Sahara? Rallye Dakar-Unfall, es fiel Schnee, es regnete, ein Schatzfund. Okay, Fragezeichen. Was passiert am 28. Januar 2005 in der Sahara? Fragezeichen. Rallye Dakar-Unfall, es fiel Schnee, es regnete, ein Schatzfund. Was ist denn das hier? Was da? Das ist mein Bauch. Nein, ich meine jetzt von der Frage, das, die Frage hier, die Antwort. Es fiel. Okay. Klaus. Was ist denn das hier? Ich dachte, du zeigst die ganze Zeit auf meinem Bauch. Achso, ja, komm auch mal. Was ist das denn? Es fiel Schnee. Okay, es sollte... Machen wir zu. Ja. Der viele Schnee war aber auch die richtige Antwort. Aber schön. Es fiel viel Schnee. Ist das noch jemandem aufgefallen? Na, bestimmt, oder? Bestimmt. Ja, die machen sich bestimmt alle gerade darüber mega lustig. Ja, was ist da los? Nein. Oh, stimmt, wir sind leicht basisch von eben gerade noch. Nee, ist gar nicht aufgefallen, okay. Das ist schön. Hätte ich es gar nicht erwähnen brauchen. Nee, hat keiner gemerkt. Wer ist der Maus-Chaotik im Chat? Hätte er ins eigene Knie geschossen. Ja? Was bist du, ne? Was? Was wie? Was? Dome, warum macht denn der Dome nicht mit? Dome Mann. Na gut. Naja. So, jetzt müssen wir trotzdem ungefähr. Es wussten 75%. 75%, ja, okay. Mit dem das Schnee fiel. Okay, ja. warum man das auch schon wieder weiß? Weil man aufgepasst hat irgendwann mal. Man wusste es, oder? Man wusste es halt nicht, ne? Ja, genau, das sind die zwei Sachen. Entweder man wusste es nicht. Oder hat geraten. Oder hat trotzdem dann richtig. Mehr Optionen gibt es leider nicht. Das stimmt, das nicht. Gut. Machen wir mal weiter, würde ich sagen. Können wir machen. Kommen wir nochmal mit so einer Frage um die Ecke. Welche Farbe trägt die imperiale Ehrengarde in Star Wars? Grün, weiß, Malve oder rot? Malve. Was ist denn Malve? Malve. Das werde ich jetzt Malve. Malve. Welche Farbe trägt die imperiale Ehrengarde in Star Wars? Grün, weiß, Malve oder rot? Malve ist so ein Violettton, würde ich mal einschätzen. Das kommt von anscheinend von einer Schweinchenrosa? Naja, es ist halt mehr so ein Lavendel-Violett, so ein bisschen irgendwie. Keine Ahnung. Kommt von einer Blume halt. Weiß nicht, wer die Frage. Die ist nicht auf meinen Mist gewachsen, muss ich sagen. Ich weiß aber, von wem die ist, wa? Ist bestimmt ein riesen Star Wars-Fan. Ja, anscheinend. Also machen wir die Frage mal gut zu. Gut, was wäre denn die richtige Antwort gewesen? Weil die... Warum fragst du mich das denn? Weißt du es? Ich weiß es tatsächlich nicht. Warum? Weil ich es nicht weiß. Bohr doch nicht so nach. Hättest du geraten? Ich hätte geraten... Eigentlich hätte ich gedacht, die Ehrengarde. Ich hätte immer gedacht, dass die so schwarz-böse gewesen ist, aber falsch, ne? Dann hätte ich eher auf Rot getippt. Rot ist richtig, ja. Okay. Und das wussten 6 von 8 Leuten. Ah, ja. 75%. Schön. Ja. Schön. Michse Duse. Siehste, Michse Duse, Jazza Bingse. So was? Ja.
Mir wurde mal nachgesagt, dass ich so ein Jar Jar Binks bin. Aus den nicht vorhandenen Star Wars Teilen. Die so schlecht waren. Angeblich. Okay, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Mach die nächste Frage, sonst kommen wir hier und streiten wir uns gleich wahrscheinlich. Das ist schon eine ziemlich schlimme Beleidigung, wenn dich jemand so nennt. Das ist wirklich schon relativ ernst. Ich sehe die nächste Frage nicht. Ich auch nicht, weil ich sie noch nicht reingepackt habe. Nee, okay. Ja. Welche Disziplin gehört nicht zum Zehnkampf? Weitsprung, 1000 Meter Lauf, Diskuswurf oder Stabhochsprung? Also Diskuswerfen. Welche Disziplin gehört nicht zum Zehnkampf? Weitsprung, 1000 Meter Lauf, Diskuswerfen, Stabhochsprung. Den Rechtschreibfehler habe ich sogar gesehen. Was, wo? Welche? Achso, welche? Wückle steht da. Okay, ich muss genauso. Wückle? Disziplin gehört nicht zum Zehnkampf. Disziplin richtig geschrieben, hättest du gar nicht so ausschauen. Nein, aber das kannst du nicht so schnell. Ich kann nicht so schnell meine Sprache. Wickle, Disziplin. Kannst du nicht wieder. Musst du wieder umswitchen. Ja, das geht nicht so schnell. Mein Sprachmodul ist da nicht so. Der ist noch nicht so latentfrei. Ist nicht so fix. Ja. Ja, dann machen wir mal die Frage zu. Latent, Latenz. Das wäre dann. Ich bin latent. Es wäre der 1000-Meter-Lauf gewesen. Hätte ich zum Beispiel auch nicht drauf getippt. Ich hätte ja einen Diskus nicht dabei. Na gut. Ja. Das wussten 50%. 4 Leute hatten es richtig. Ja. Können wir nochmal das Ranking einblenden? Ja, müssen wir. Der jetzt hat sich gerade ein erster Platz rauskristallisiert mit einem Punkt Vorsprung. Und zwar der Flo. Oha. Ein Punkt im Vorsprung. Dann 10 Punkte auf Platz 2. Lingustabla. 9 Punkte, der passt du. 9 Punkte, ich will das Eis gewinnen. Und Just Robots mit 8 Punkten. Ist trotzdem alles, wenn ich jetzt nochmal so weiter drauf gucke. Außer der weit abgeschlagen ist, das ist der Jonte. Also Marc und Lorelei haben auch 8 Punkte, also gleich auf mit Just Robots auf dem 5. Platz. Und dann haben wir noch Jonte mit 6 Punkten. Gut. Das ist, ich bin zufrieden. Guck mal, Carlos, kann man dich gleich nochmal sehen. Oha, ja stimmt. Danach machen wir gleich weiter mit den Serienköpfen. So, ich glaube, wir sollten uns nur... Ja, wir machen, Kamera aus der Regie nochmal, wir machen jetzt nochmal so 10 Minuten, dass wir dann 5 Minuten Umbauzeit haben. Also es geht dann gleich im fließenden Wechsel sofort weiter in die nächste Sendung. Also ein paar Fragen machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Und hier kommt die nächste. Was fressen Kakerlaken nicht? Tomaten, Salbei, Gurken, Paprika. Ja, muss man halt so ein Kakerlaken... Muss man Fan sein, ne? Ja, muss man einfach Bock auf Kakerlaken zu Hause haben. Dann weiß man auch, was die nicht fressen. Jonte, wie ist denn das bei dir? Ja, genau. Jonte, was ist die richtige Antwort? Okay, Jonte möchte ich nicht dazu melden. Okay, nein, ist okay. Wird schon die Rache geplant, okay. Ja, machen wir mal zu. Bin ich mal gespannt, was die verschmähen. Die verschmähen Gurken. Gurken. Ich habe auch mal gedacht, dass es eigentlich auch alles Fresse sind. Also das Wasser... Hätte ich jetzt auch, hätte ich auch getippt, also... Und das wusste leider niemand. Ach krass. 0%. Naja. Alle saubere Menschen. Ja. Muss man... Alle... Boom. Oh, hat gescheppert. Hat man den Donner gehört über das Mikrofon? Keine Ahnung. Es donnert hier nämlich gerade ein bisschen. Ich weiß, ich kannte mal einen, der hat es auch immer gedonnert früher, wenn man das gemacht hat. Der hat immer solche Sachen gemacht. Eins! Zwei! Ich wiederhole nicht, was aus der Regie mir gerade dazu gesagt wurde. Dann wiederhole ich es, weil aus der Regie kam gerade der Kommentar, dass die Nase schon mal passen würde zu dem. Mein wunderschöner Zinken. Gut, heiter weiter. Ja, heiter. Okay. Mit meinem Toupet auf dem Kopf. Oh, wir haben noch eine Star Wars-Frage. Ach, bitte. Die nehme ich jetzt gerne. So. Wie viele... Ja? AT-AT hat Luke Skywalker mit dem Abschleppseil des Snowspeeders zu Fall gebracht. Keinen, einen, zwei oder drei. Wie viele AT-AT hat Luke Skywalker mit dem Abschleppseil des Snowspeeders zu Fall gebracht? Keinen, einen, zwei oder drei. Ist eine, also, ist schon, da muss man schon Fan sein, oder? Um das zu wissen. Also richtig doller Fan. Also, keine Ahnung, also wenn man halt ist ja Episode 5 gewesen, also auf Abruf bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Also, ich habe die Filme halt auch gesehen und so. Ich würde halt zwischen zwei gerade schwanken, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Ja. Also, nee, müsste ich. Also, wir machen die Frage mal zu. Bin ich mal gespannt, wie viele unfassbare Fans es davon gab. Also, anscheinend ist die richtige Antwort, dass er keinen zu Fall gebracht hat.
0% wussten das. Das wussten 0%. Jonte meinte, das wäre eine Fangfrage. Ach, ja komm. Okay, unser also Hardcore-Fan hat uns gerade erläutert. Also, anscheinend hat... Ja, Jonte meinte gerade, das wäre eine Fangfrage gewesen, und zwar, dass Luke die Harpune gar nicht selber abgefeuert hat, sondern sein Co-Pilot. Und deswegen hat Luke anscheinend... Keinen zum Fall gebracht. Das ist eine... Gut, sind wir... Das war... Okay. Das war jetzt ja... Okay. Wie? Das weiß ich nicht. Okay. Weiß keiner. Wir wissen... Dome! Dome, nicht nur GOT-Hardcore-Fan, sondern auch... Es war ein Wingman, also sein Co-Pilot, es war ein Wingman von ihm, der Schütze von Luke war schon ausgeschaltet. Junge, ach so, stimmt ja. Junge, Dome, was ist denn los mit dir? Stimmt. Ja, ich musste mich auch kurz überlegen, halt irgendwie. Nein, weil, du wusstest. Ja, Luke kam halt auf die Idee, das so zu machen, aber ich habe dann nicht mehr in Erinnerung, dass sein Versuch irgendwie fehlgeschlagen hat, weil sein Pilot dort schon abgeschossen wurde. Also, wie viele Leute wussten das? Wusste es keiner. Wusste keiner, weil anscheinend alle einen getippt haben. Weil. Nee, anscheinend nur die anderen Piloten neben Luke haben dann wohl. So, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Ja. Jetzt hört man hier den heftigen Regen. Würde ich sagen. 3 Minuten, das heißt... Noch 2 Fragen, können wir durchkloppen, oder? Guck noch mal kurz aufs Ranking, bitte. Ja. Das Ranking sieht gerade so aus. Ja. Hey. Flo führt mit 11 Punkten, Lingustabla 10 Punkte. Pastu und ich will das Eis gewinnen, 9 Punkte. Und dann Mark, Lorelei und Just Roberts mit 8 Punkten und Jonte mit 6 Punkten. Dann würde ich sagen, hauen wir 3 Fragen noch raus, dann ist es fair. Dann machen wir jetzt aber eine Blitzrunde. Jetzt eine schnellen. Genau, damit okay. Die anderen noch aufholen könnten, die noch mit dem Ranking gerade angezeigt sind. Okay, gehen wir mal von oben durch. Nächste Frage. Mit welchem Fachbegriff bezeichnet man einen gewährten Preisnachlass? Skonto, Dispo, Cashflow, Discount. Mit welchem Fachbegriff bezeichnet man einen gewährten Preisnachlass? Skonto, Dispo, Cashflow, Discount. Ich bin immer arm, ich weiß das nicht. Hast kein Cashflow? So was passiert bei mir nicht. Ah, schade. Machen wir die Frage zu. Wollt ihr mit diesen Stelle hier machen? Das Richtige wäre Skonto gewesen. Und das wussten 7 von 8 Leuten. Sehr schön. 87% haben es gewusst. So, und jetzt direkt die nächste Frage. 2 Minuten haben wir noch. Ja, Spannung. Jetzt machen wir schnell hier. Schnell. Wenn es orthogonal zueinander ist, dann hat es schiefe Wandbilder. Rechte Winkel, 2 linke Arme, Rohkost probiert. Was? Okay, es geht ja komplett in eine andere Richtung. Wenn es orthogonal zueinander ist, dann hat es schiefe Wandbilder, rechte Winkel, 2 linke Arme, Rohkost probiert. Wer war das? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wer die Frage gestellt hat. Aber es ist ziemlich interessante Antwortmöglichkeiten, weil die komplett in verschiedene Richtungen gehen. Ja, total. Aber da kann man das per Ausschlussverfahren. Ja. Sehr schnell machen. Was? Ich kann wieder so einen Einwurf aus der Regie kann nicht ablenken lassen. Ja. Einfach ignorieren, dann gehen sie vielleicht weg. Gut. Was war denn die richtige Antwort, Jan? Der rechte Winkel. Gut, das hätte man jetzt. Das wussten auch alle. 100% wussten das. Alle richtig. Gut, okay, dann nächste Frage. Das wäre dann rein theoretisch die letzte, ne? Dann hätten wir 3 Fragen durch, ja. Gut. Dann mach noch mal bitte einmal das Ranking. Ach so, ja, kann ich machen. Die letzte Frage, ob wir da noch was dran ändern können? Ja, es kann noch einen Gleichstand am Ende geben. Ah! Flo, Lingustabla, Pastu, ich will das Eis gewinnen und Lorelei. Gut, also ja. Lingustabla, ich drück dir die Daumen. Dann such mal eine schöne raus. Was eine schöne? Dann suchst du doch mal eine schöne raus. Ach, ich soll jetzt eine schöne raus. Ja, was nehmen wir denn mal? Wir haben noch, mal schauen, ab hier, so. Hier haben wir jetzt noch schöne Fragen. Welche wollen wir nehmen? Irgendwas, was Flo nicht weiß. Das da, oder? Das weiß der nicht. Das da weiß er nicht? Oder na, das weiß er vielleicht auch nicht. Das hier? Was nehmen wir denn? Such einfach einen aus. Dann nehmen wir halt die hier. Na gut. So. Im Film Forrest Gump hat er John F. Kennedy getroffen. Was hat er ihm beim Händeschütteln gesagt?
Er wollte nicht nach Vietnam, er müsse pinkeln, die Shrimps wären nicht lecker, er vergaß das Händewaschen. Anscheinend weiß Flo, die hat gerade schon gejubelt. Was? Okay, dann weiß man anscheinend das automatisch. Ja, man muss den Film aber nur gesehen haben, sich an die Szene erinnern. Das hat, hätte doch jeder wissen können. Das ist ein So, die richtige Antwort war, er müsste pinkeln. Und das wussten 6 von 8 Leuten. Nicht schlecht. Gut. 50%. Gut. Ja. Dann blenden wir jetzt nochmal das finale Ranking ein. Das finale Ranking sieht so aus. Flo hat... Man kann ihn nicht sehen, Flo. Flo. Das eigene Ranking verdeckt. Flo hat mit 14 Punkten das Quiz gewonnen. 63,6% der Fragen richtig beantwortet. Lingusta Bla 13 Punkte mit 59,1%. Pastu mit 12 Punkten 63,2%. Marc mit 11 Punkten und 50%. Und ich will das Eis gewinnen mit 11 Punkten und 50%. Noch dabei waren Lorelei, Just Robots und Jonte. Lorelei hat 10 Punkte, Just Robots hat auch 10 Punkte und der Jonte hat 9 Punkte. Jo. Ja, das war's für heute dann mit dem Quiz. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und die Fragen waren wieder sehr wild, verschiedene Themen durcheinander. Jo. Das heißt eigentlich relativ fair, dass jeder irgendwo was abgreifen konnte. Wir haben so versucht, aus allen verschiedenen Themengebieten irgendwie was rauszufischen, genau, dass ein bisschen Varietät dabei ist. Ja. Und wir bauen jetzt für euch noch um. Und gleich im Anschluss ist der Serientalk mit ganz heißen neuem Scheiß, was da so los ist in der verschiedenen Videowelt, Medienwelt. Und wir sagen erstmal Tschüss, wir beide. Ja. Dann und okay, du musst nicht Tschüss sagen, weil dich sieht man gleich wieder, aber ich sag ich bleib, Tschüss, weil ich bin. Ich bleib im Prinzip hier sitzen, man wird um mich rumbauen. Genau. Wir bauen jetzt kurz um, also nicht abschalten, dranbleiben. Genau. Ja. Alles klar. Und dann war's das von uns. Bis gleich. Ciao. Danke, ciao.